Hallöchen und damit herzlich willkommen zurück bei Pokémon Diamant Nuzlocke Challenge. Ja, beim letzten Mal haben wir ja zwei weitere Encounter bekommen, nämlich Meryl und Togepi. Und ja, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen trainiert. Tobias, also unser Togepi, habe ich jetzt auf Level 7 gebracht. Es hat in der Zeit Metronom gelernt und Meryl ist auf Level 8. Es war etwas einfacher zu trainieren als Togepi. Und ja, unser Karl ist jetzt auch auf Level 8 und hatte Drachenwut erlernt, was ich sehr begrüße. Eine sehr, sehr gute Attacke, vor allem beim Trainieren habe ich es jetzt gemerkt, dass das doch, ja, vom Vorteil ist, wenn man diese Attacke hat. Also eine sehr, sehr OP-Attacke. Ja, dann geht es heute mal weiter und wir rennen gleich in den nächsten Trainerkampf rein. Was sehe ich denn da? Ein Trainer. Ein Kampf bitte? Unser zweiter Trainerkampf übrigens erst. Göre Daniel. Okay. Göre Daniel ist auch ganz nett. Ja, dazu muss ich sagen, ich habe in dem Randomizer. Ich habe in dem Randomizer die Namen auch gleich mit random gemacht. Ja, wie gesagt, also mit Drachenwut. Ach, ich habe noch nicht. Ich habe die Kampfeinstellung noch nicht geändert. Ich muss das noch auf Folgen ändern. Das geht ja so nicht. Das ist ja zu einfach. Ja gut, mit Drachenwut werden wir natürlich jetzt jedes Pokémon mit einem Schlag erledigen. Buh, ich kann nicht gewinnen. Ach, Quatsch. Klar kannst du, nur nicht gegen uns. Ja, unser Team ist doch schon echt OP. Ja, gegen Karl hat jetzt gar keiner mehr eine Chance. Oh, Azurill. Das kam beim Training übrigens auch ganz oft. Ich glaube, einmal kam ein Ninka da. Ist auf jeden Fall ganz nice. Das kann auch nicht viel. Das kann Platscher und Heuler. Oder Charm? Ich weiß es nicht. Irgendeins von diesen Attack... Angriffs... Sinke-Attacken da. Diese nervigen Teile. So. Kommt hier eigentlich noch ein Trainerkampf oder? Ja, einer kommt noch. Lass uns kämpfen und ich werde gewinnen. Das werden wir dir schon noch zeigen. Wayne. Oh, Hoppspross. Hatten wir Hoppspross beim Training? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich Hoppspross beim Training hatte. Auge juckt. Ein Moment. Oh. Naja, er kann auch nur Platscher, also das wird uns jetzt auch nicht irgendwie aufhalten. Momentan läuft es noch ganz gut. Also ich. Oh nein, Synthese. Nervig. Ja gut, mit Tobias werden wir noch nicht so viel reißen können. Nur mit Metronom ist es jetzt nicht unbedingt das beste Pokémon. Ups, da kam gerade meine Katze ganz kurz auf den Schreibtisch und wollte mal Hallo sagen. Mann, warum nicht, warum bei der Aufnahme, warum? Alter, willst du mich jetzt verarschen? Entschuldigung. Sagte man ja nicht.
Wisst ihr was? Jetzt reicht's. Tut mir leid. Ich wollte nicht tryharden, aber ich muss es. Ich muss es. Hoppspross wollte es nicht anders. Teenager Wayne. Du bist... Wow. Ja, ich bin... Wir sind schon nicht schlecht. Oh, ein Item. Was haben wir? Indigo-Stück. Ja, das kommt davon, wenn man die Items auch randomisiert. Makuhita. Makuhita hätte ich übrigens gerne auch im Team gehabt. Und wir kommen ja gleich schon wieder zum nächsten Encounter. Nach Jubelstadt. Freue ich mich schon drauf. Mal gucken, was das vierte Mitglied wird. Boah. Oh. Ach, natürlich. Jetzt jammert... Oh. Hi Finn, fängst du Pokémon? Ich denke, du würdest dich bestimmt sicherer fühlen, wenn du mehr fangen würdest. In Jubelstadt gibt es eine Trainerschule, die, nun du weißt schon, Finn, du solltest sie besuchen, da bekommst du wertvolle Informationen. Ach ja, Jochen ist auch zur Trainerschule aufgebrochen. Nun dann, mach's gut. Da will ich gar nicht hin. Gibt es eigentlich irgendwas in den Häusern hier? Ich gehe mal ganz kurz die Häuser ab. Ich weiß, ich habe gesagt, ich will nicht jeden ansprechen, aber vielleicht gibt es ja... Weil vielleicht gibt es nützliche Items. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe das Spiel schon Ewigkeit nicht mehr gespielt. Es liegt hier die ganze Zeit nur im Schrank. Und ja, soll ich sagen. Deswegen weiß ich überhaupt nichts mehr. Ich weiß nur noch Jubelstadt mit den Clowns gleich. Dass man die suchen muss. Bam, bam, bada, bam, la, 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 la. Also in dem Haus war schon mal nichts. Das ist ja schon mal, gut. Weißt du viel über Pokémon? Ja, aha, du bist wirklich sehr klug. Ich wusste sofort, dass du die Trainerschule nicht besuchen musst. Und du kannst dir trotzdem einen Besuch abstatten, wenn du Zeit hast. Vielleicht lernst du ja doch noch etwas Neues. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich würde sagen, wir machen das mit der Trainerschule mal eben. Da ist nämlich auch der Jochen. Der Jochen. Hi. Hey Finn, bist du auch hier, um etwas zu lernen? Ich habe alles auswendig gelernt, was an der Tafel gestanden hat. Schließlich habe ich als Trainer dafür zu sorgen, dass meine Pokémon im Kampf nicht verletzt werden. Und was machst du hier, Finn? Was? Du hast etwas für mich? Ach ja, das Paket, genau, das hatten wir ja letztes Mal von der Mama bekommen. Und was ist das? Klasse, das ist eine Landkarte. Oh, wieso sind da gleich zwei Karten? Ich finde die ja klasse, aber ich brauche nur eine. Hier, Finn, du kannst auch eine haben. Finn erhält eine Karte. Sehr gut. Wenn ich mir die Karte so betrachte, werde ich als nächstes wohl nach Erzelingen gehen. Dort gibt es eine Arena. Genau das Richtige, um das Pokémon, das ich gerade gefangen habe, zu stärken. Ich bin schließlich auf dem besten Weg, der größte Trainer aller Zeiten zu werden. Man sieht sich. Das kannst du nicht werden, das werden wir schon. Ich glaube, gegen die beiden hier kann man kämpfen, ne? Ja. Gucken, was die für Pokémon haben. Ich freue mich auf die nächste Route. Scarlet. Hat auch noch eine Brille auf, ey. Ist doch nicht wahr. Scarlet. Drachenwut. Tut mir leid, Hunduster. Ich finde das irgendwie doof. Ich finde das actually doof. Weil wir einfach mit Karl einfach jeden platt machen. Das gefällt mir nicht so gut. Es macht die ganze Sache viel zu einfach. Wechsel noch mal ein bisschen auf Mareike. Ich möchte Tobias jetzt gerade nicht unbedingt einsetzen, aber ich möchte jetzt auch nicht Karl überleveln. So, wer steht neben Scarlet?
Jill. Stulunior, oha. Ob Mareike das schafft, weiß ich nicht. Wir probieren's mal. Okay, das macht null Sinn. Ja, ich hatte gesagt, wir setzen Tobias nicht ein, aber ich werde jetzt auf Tobias wechseln. Weil Tobias hat Metronom. Vielleicht kommt da eine gute Wasserattacke raus oder eine Donnerattacke. Ja, genau, mach erstmal Härtner. Windhose. Ja, gut, okay. Gibt jetzt Besseres. Alter, nein. Verdammt. Einfach nochmal Metronom. Vielleicht kommt jetzt was Gutes. Dankeschön, Spiel. Vielleicht kommt jetzt was Gutes. Was? Schaufler? Schaufler ist gut. Schaufler ist gut. Aber wenn der sich jetzt weiter härtet, dann kriegen wir den gleich gar nicht mehr platt. Dann reicht auch kein Drachenwut mehr. Ja, gut. Ich könnte jetzt auf Karl wechseln, aber ich möchte nicht nur, dass Karl hier carried. Der carried uns sowieso schon hier so durch das Spiel. Kann jetzt mal was Gutes kommen an Attacken, weil irgendwie wird das so nix. Nein, oh nein. Ja, da können wir ja gucken, ob die Drachenwut gereicht hätte. Ja, sie hätte gereicht. Sehr gut. Nicht mal ein Level ab. Ich lerne viel und gerne. Ich dachte, ich hätte einen Sieg. Eine Siegeschance. Entschuldigung. Wir waren eigentlich recht zuversichtlich, dass wir es schaffen würden. Und jetzt bin ich einfach nur platt. Wie stark du bist, wow. Wenn du magst, sprich meinen Freund hier an. Er hat sicher eine TM für dich. Was? Der hat eine TM? TM10? Was ist TM10? Gucken wir mal. TM10 haben wir bekommen. Kraftreserve. Oh. Lassen wir mal so stehen. Was hat der noch zu sagen? Bam, badam, bam, 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 badam, badam, bam, 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 badam, badam. Ah. Oh, oh, oh. Du nennst dich ein Pokémon-Trainer und besitzt kein Poketsch? Das ist etwas wie eine Pokémon-Armbanduhr. Meine Güte, du bist ja ein seltsames Wesen, aber echt. Du musst wissen, ich habe den Poketsch erfunden und stelle ihn her. Und jetzt leite ich auch die Werbekampagne dafür. Alles, was du tun musst, ist, drei Clowns in Jubelstadt zu finden, wenn du sie findest. Und nun, du kannst einen Poketsch bekommen. Da haben wir den ersten. Das machen wir jetzt mal eben schnell. Hallo, ich bin ein Clown der Poketsch-Werbekampagne. Ich habe eine Frage für dich. Wird dein Pokémon durch Kämpfe und durch Erfahrungspunkte stärker? Ja. Ding, ding, du hast absolut recht. Pokémon werden stärker, indem sie andere Pokémon im Kampf besiegen. Manche Pokémon entwickeln sich irgendwann zu einem anderen, zu einer anderen Form. Das nennt man Entwicklung. Hier bitteschön, dein Poketsch-Coupon. Das geht ja relativ fix. Diese kleine Aufgabe. Ich glaube, der zweite war da hinten. Ach, da ist der zweite, warte. Da ist der zweite und der dritte ist, glaube ich, da hinten bei diesem Wi-Fi-Gebäude. Guten Tag, ich bin ein Clown der Poketsch-Werbekampagne und ich frage dich, kann ein Pokémon ein Item halten? Du hast absolut recht. Ach, wir sind aber auch schlau.
Ach, das war schon das dritte. Ich glaube, weil der dritte war hier hinten, ne? Da ist der dritte. Die Pokémon haben Typen bzw. Elementklassen. Gilt das auch für Attacken? Ja. Gut. Weil das Doofe ist ja, man kann, wenn man... ich hätte jetzt auch erst den Encounter geholt, das geht aber nicht. Weil du musst ja erst die... Guck mal, jetzt hat man hier auch die Uhrzeit. 13:28. Stimmt sogar. So, und jetzt können wir uns nämlich... Warte mal. Warum haken das jetzt so? Warum leckt das so? Das hält der Emulator nicht aus. Warte mal, auf dieser Route hier gab es da auch schon... Gab es hier eine Wiese? Nee. Gut. Merken wir uns für später, hier können wir angeln. Wenn ich aber jetzt die Angel hätte, also die, der hat wahrscheinlich eine Angel, ne? Gut, wenn ich jetzt angel, dann kriege ich nur einen Carpador. Ach so, ups. Ich will ja gar keinen Carpador, ich möchte ja etwas anderes. Genau, wir kriegen jetzt nur den vierten Encounter, den fünften kriegen wir erst nach dem Rivalenkampf, den wir aber auch direkt gleich machen werden. So, hier gibt es nämlich... Jetzt weiß ich gar nicht, welche Route das ist. Paras, okay, Paras. Paras. Schön. Da wird sich jetzt jemand freuen. Ich kenne da jemanden, der wird sich darüber freuen. Paras ist... Ja, ich freue mich über Paras. So, dann wollen wir uns Paras mal snacken. Bleib drin. Doof. Paras möchte nicht in unser Team. Okay, dann machen wir nochmal eine Tackle-Attacke. Gibt's Paras nicht sogar wirklich hier auf dieser Route? Ich weiß es gar nicht. Paras gab's, glaube ich, aber in Diamant auch, meine ich. Klasse, Paras wurde gefangen und das heißt, wir haben unser viertes Mitglied. Einen Momentchen. Ich muss wieder ganz kurz unseren neuen Sprite raussuchen, weil das möchte ich ja immer sofort haben. Deswegen hakt dann das Spiel mal so, weil das schafft der Emulator dann nicht. Ah, wunderschöne Musik, ne? So, da ist es. Und wir ziehen es natürlich noch größer. So. Paras ist im Team. Ich freue mich. Spitzname Paras. Name mit P. Ist der Paul. Ich glaube, wir haben bisher nur einen weiblichen Team. Ein weibliches Teammitglied. Da sind auch noch Trainer. Die machen wir auch mal eben schnell kommen. Also Route 204 ist damit auch abgehakt. Oh, ein schwächlich wirkender Trainer. Willst du gegen mich antreten? Schwächlich? Wir sind nicht schwächlich. Gyrepi.
Oder Pi. Pi, Pi, was auch immer. Ich glaube, den Rivalenkampf werden wir in dieser Folge gar nicht mehr mitkriegen. Aber ich hätte mich vielleicht vorher heilen sollen, bevor ich hier einen Trainerkampf mache. Muss ich jetzt schon ein Heil-Item nehmen? Besser ist es. Einen unserer beiden Heil-Items muss ich benutzen. Weil ich möchte Mareike ungern jetzt schon verlieren. Okay. Gut. Habe ich nicht bedacht. Deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir das irgendwie so hinkriegen. Ich weiß, ich könnte jetzt auf Karl wechseln, aber es wäre zu einfach. Aber wenigstens macht Armstoß nicht so viel Damage, aber jö, dreimal. Nein! Nein! Oh Gott! Leute! Nee, also das ist mir zu riskant. Tut mir leid, aber da muss ich auf Karl wechseln. Tut mir leid, also. Alter! Makuhita. Das ist der Endgegner hier. Ach du. Oh oh. Oh oh, Freunde. Nein, nicht Karl. Nein. Reicht's jetzt? Ohne Scheiß. Nein. Wow. Wow, Leute, Leute. Boah, Alter. Wow. Das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich actually nicht kommen sehen. Ist doch nicht wahr. Alter. Nee, also Makuhita war jetzt echt schon ordentlich. Von wegen alles zu einfach, ne? Mit Karl carryen wir hier durch. Wir hätten Karl fast verloren. Es war schon ein ganz knappes Ding. Hammer. Ich bin schon froh, wenn wir es bis zur ersten Arena ohne einen Tod schaffen. Momentan. Ich bin gerade am überlegen, wie ich auf das Layout die Orden noch mitpacke. Bin am überlegen. Vielleicht so am Rand. Mein Papa hat mir zwei Pokémon gegeben. Sie werden für mich siegen. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so funktioniert. Stacy. Oh, die liebe Stacy hat sie als Junge verkleidet. Oh, Visor. So, Mareike. Diesmal möchte ich aber eine bessere Leistung sehen und nicht wie beim letzten Mal. Das war aber wirklich ein hartes Ding. So, nach dem Trainerkampf würde ich gerne oben noch in die Höhle. Weil da kriegen wir auch nochmal einen Encounter. Ich bin doof, ne? Wir könnten schon die 6 voll machen. Weil auf der Route da drüben. Klar, ich angel. Ich bin gerade am überlegen. Ich habe das gerandomized. Der Angel-Encounter ist auch gerandomized. Wir könnten das Team in der Folge noch voll machen. Wir machen das Team in dieser Folge noch voll. Definitiv. Dann haben wir 6 Pokémon, dann können wir beim nächsten Mal durchstarten, den Rivalenkampf machen gegen Jochen. Fänd ich nice.
Bisoa. Ist jetzt gut. Tschüss. So, Mareike ist damit auch Stufe 9. Aber lernt keine neue Attacke. Hut, hut. Hut, hut. Wo sind wir hier in Johto? Wir haben übrigens... Nee, haben wir nicht. Wir haben noch kein Pokémon aus der dritten Gen. Und hier geht's ja nur bis zur vierten Gen. Wir haben aus der vierten Gen haben wir kaum Alat. Aus der... Nein! Verdammt. Wechsel ich? Wechsel. Ja, wir wechseln. Ich möchte ungerne schon wieder hier... Komm, wir lassen mal Tobi ran. Tobi! Mareike ist ja so unter Männern, ne? Ich wünsche mir eigentlich mal noch ein weibliches Mitglied. Gut, da haben wir leider nur Metronom. Wird Zeit, dass Tobi auch eine andere Attacke kriegt. Mega-Hieb. Macht, glaube ich, nicht so viel. Doch. Stacy wurde besiegt. Ja, hasse Pokémon von deinem Papa bekommen. Einmal heilen. Auch wenn die Ressourcen begrenzt sind. So, wollen wir mal sehen, was da oben in der Höhle... Ach, da ist noch eine Trainerin. Weißt du was? Wir umgehen die mal ganz kurz. Schwalbini. Oh, Schwalbini hätte ich auch gern gehabt. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Wie heißt es? Verwüsteter Pfad. Muss ich mir auf jeden Fall gleich merken, dass wir in dem verwüsteten Pfad dann auch schon ein Pokémon hatten. Oh, hier ist ein Item. Ein Abisszahn. Brauchen wir hier gar nicht. Und das... Flurmel. Oh, Flurmel. Ich hatte schon mal eine Nuzlocke. Nee, das war damals eine Soling, die ich gemacht habe mit einem Freund. Und da hatte ich auch einen Flurmel dabei. War ganz cool. Flurmel. Ist es weiblich? Ja, es ist weiblich. Mareike kriegt eine Freundin, endlich. Alter, es verletzt sich mit Aufruhr aber nicht selbst, oder? Gut. Müsste eigentlich reichen. Finde ich gut, ist Level 5. Bleib bloß im Ball. Oh, nee. Flurmel. Übrigens, das ist unser Pokémon aus der dritten Gen. Das ist genau das, was ich haben wollte. Ich wollte ein Pokémon aus der dritten Gen. Und? Na, noch haben wir es ja nicht. Ich glaube, wir müssen es noch ein bisschen schwächen. Ich weiß, die Folge hat Überlänge. Gut, ich glaube, den nächsten Encounter werden wir dann erst in der nächsten Folge machen, aber dann starten wir auch direkt in den... Ah, verdammt, ich wollte eigentlich dann noch trainieren. Vor der nächsten Folge. Ja gut, dann werden wir das so machen. Aber wisst ihr was? Die Folge hat jetzt mal Überlänge. Wir machen das jetzt so. Die Folge hat jetzt mal Überlänge. Klasse! Flurmel wurde gefangen. Und ich bin wieder unterwegs. Warte, ganz schnell hier. Flurmel. Da ist Flurmel.
Da haben wir bald ein Krakelo. Coole Sache. Fünfter Encounter, fünftes Pokémon im Team. Ich freue mich richtig. Ich finde das richtig nice. Da ist es. Bisschen größer können wir es aber ziehen, ne? Unser aller Held, Klein Flurmel. Ein Spitznamen, ja. Friederike. Friederike passt so gut. Passt das überhaupt? Friederike. Flurmel. Friederike, das Flurmel. So, jetzt hoffentlich können wir ganz schnell noch den sechsten Encounter holen in der Folge. Das hätte ich doch gern noch gemacht. Und die Trainerin werden wir auch noch machen. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall auch noch die Trainerin machen. Bam, 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 bam. Bam, bam. Können dann jetzt eigentlich auch Nicht-Wasser-Pokémon aus dem Wasser kommen? Ja, ne? Bum, 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 bum. Einen Moment. Wird das jetzt ungern mit Mareike vorne machen, deswegen nehmen wir mal Karl nach vorne. Der hat ja auch andere Attacken. Der hat ja nicht nur Drachenwut, der hat ja auch... Wo haben wir die Angel? Da haben wir die Angel und... Willst du mich jetzt veralbern? Komm schon! Alter, Mann! Sie gönnen uns den sechsten nicht mehr in dieser Folge. Alter, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Und das sechste Mitglied ist... Barschwa. Barschwa? Wirklich? Cool. Cool. Wird uns aber am Anfang nicht nützen, glaube ich. Ich glaube, es ist genauso... ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ein männliches Barschwa. Bleib bloß im Ball, du. Was hat Barschwa für eine Fangquote? Fangchance? Klasse! Barschwa wurde gefangen und das heißt, unser sechstes Mitglied ist Barschwa. Das heißt, wir werden irgendwann Milotic im Team haben, weil... Es sei denn natürlich, es wird besiegt. Wie nennen wir das Barschwa? Wie nennen wir das Barschwa? Freunde, wie nennen wir das Barschwa? Ganz schnell. So. Und einen Moment. Wieder ganz schnell. Boah, diese Folge hat sowas von Überlänge, aber ist mir egal. Wir haben unseren sechsten Encounter. Upsala, so. Können wir jetzt am Anfang natürlich auch nichts mit... Ja, ich würde aber sagen... warte mal. Ja, eben noch hier den Spitznamen geben. Name mit B. Bertram. Bob. Wobei Bob ist ja nur eine Abkürzung. Ist ja kein... Bam, 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 bam. Name mit B. Verdammt. Bert. Wir nennen es einfach nur Bert. Barschwa Bert. Gucken, wie lange... Ja, ich würde aber dann jetzt hier auch mal einen Cut machen und hier mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tut mir leid, dass diese Folge diesmal richtig Überlänge hatte, aber es war einfach richtig nice. Wir haben unsere 6 Pokémon und ich freue mich. Also das Team ist wirklich recht gut
Gut, Barschwar ist jetzt nicht unbedingt so krass. Aber ich finde, mit Paras und Flummel werden wir auf jeden Fall auch noch viel Spaß haben. Ich werde die jetzt bis zur nächsten Folge auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren. Und dann geht es weiter bei Pokémon Diamant Nuzlocke Challenge. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.